Wie viel Boosterzeit haben wir denn noch? Bin drauf. Noch 28 Minuten. Wow. Zack. Moment. Feuer. Getroffen. Oh, es ist so schwer, ohne Fadenkreuz mit dem Heli zu zielen. Ups. Ich war noch nicht mal ausgestiegen. Wart doch wenigstens, bis ich mit den Füßen auf dem Boden stehe. Verdammt, das war knapp. Vorsicht, hier im Bergarbeiterbezirk wimmelt es von Santa Blancas. Wir schalten sie aus. Dann können die Bergleute vielleicht endlich ehrlicher Arbeit nachgehen. Wie sieht's aus? Alles gut hier drüben. Sauber. Ich brauche Munition. So, die nächste Mine. War ganz schön stressig, ja? Die nächste Mine. Brauchen Heli. Hab bei den Rebellen ein Fahrzeug bestellt. Okay, das ist ein Scheiß-Heli. Der hat keine Bewaffnung. Also keine, mit der ich schießen kann. Besser als nix. Oh shit, da kommen sie. Ist mir doch egal. Ups. Übrigens, wenn ihr Ghost Recon Wildlands gespielt habt, wird das Helikopterfliegen eine kleine Umstellung für euch. Denn hier bei Wildlands haben die Baumkronen haben keine Kollisionsabfrage. Hier. Yeah. Baumkronen. Vorführeffekt! Naja, zumindest von den großen Bäumen haben die Baumkronen keine Kollisionsabfragen. Aber bei Breakpoint schon. Fuck. Immer dieser Vorführeffekt. War ein zu kleiner Baum wahrscheinlich. Oder ich bin hinten dran gegen Fels gestoßen. Kann natürlich auch sein. Die großen Bäume auf jeden Fall haben keine Kollisionsabfrage. Hat man, glaube ich, sogar schon gesehen, ne? Toll, der Heli geht kaputt, sobald ich einsteige. Toll. Ganz toll. Brauche ich gar nicht einzusteigen. Der ist quasi schon kaputt. Und kaputt. Und das kommt auch noch auf den Besuch vorbei. Toll! Toll! Wie ich das hasse. Guten Tag, ich brauche Ihr Auto. Das war ein Zivilist, du Genie. Ja, ich wollte nur auf die Motorhaube schießen. Anschnallen, Leute. Ich wollte den Fahrer nicht erschießen. Ich habe Pakatari um Verstärkung gebeten. Was? Wer? Ich war das nicht. Ich sehe eine montierte Waffe. Ich habe den nicht um Verstärkung gebeten. Hab die Rebellen gebeten, die Gegend für uns aufzuklären. Hä? Was? Einzelherausforderung? Was für eine Herausforderung? Töten Sie 3 Beschwerbewaffen Santa Blancas aus mindestens 100 Meter Entfernung, ohne sich zu bewegen. Okay, gut, dann war es das schon wieder. So. Und dann hat die Rebellen um Ablenkung gebeten. Machen wir mal den Ziel hier gesichtet.
Atari wiegen Mörserfeuer. Der Strom ist aus. Roger, ich gehe in Position. Roger, Ziel erfasst. Eröffne Feuer. Tango ist tot. Ah, guck mal, wer da kommt. Hey! Der will hier hoch, oder? Hinten ist der letzte. Sie kommen hier lang. Jetzt kriegen Sie Ihr Pulver nicht mehr so hübsch. Ah, cool. Mit Pyrolysit kann man aber auch. Da war wohl was Explosives drin, so ich sag's. Scheiß drauf. Okay. Schön. Und nochmal Elway. Ah, warum nicht? War ja da hinten. Da. Ich trinke eh nur Flaschenwasser. Guten Tag. Auf Rot. Vielleicht wäre ein Heli doch besser gewesen. Ja, die Köpfe glitschen manchmal ein bisschen raus aus dem Dach. Und aus der Scheibe und generell. Komm, den Rest laufe ich schneller. Kommen wir mal von hier. Öfter mal was Neues. Ich habe die Rebellen gebeten, die Gegend aufzuklären. Da ist die Unidad-Basis. Wir spinnen da reinzugehen. Dafür zahlen die nicht genug. Du kriegst doch Spinnersold. Das ist dreimal mehr als der Kampfsold, oder? Aber die Therapie musst du selbst zahlen. Ja, genau. So ist das. Hast du vollkommen recht. Hier sind Soldaten im Doppelpack. Okay, Licht beim Lagereingang. Cool, so geht das viel einfacher. Oh, der andere kommt. Hat die Unidad einen Sender in Elways Auto? Dann sollten wir vor denen bei ihm sein. So, jetzt geht's gleich rund wahrscheinlich. Da kann ich nicht durch. Oh, ich kann doch durchschießen. Dann kann ich die Ressourcen auch noch mitnehmen. Perfekt. Wir machen es wieder ähnlich wie eben. Hab einen Unidad-Soldaten. Nahe dem Geschütz. Mit dem Unterschied. Sie sehen dich gleich, verzieh dich. Ist mir doch egal. Ich hab ein Heli. Feuer frei, Feuer frei. See ya, Loser. See ya, Bitches. Hier, Achtung. Habt ihr gesehen? Keine Kollision. So, wo ist unser... Hier. Ich denke, da reicht auch ein normales Auto. Da steht ja schon eins rum. Dann nehmen wir das. Und ich deaktiviere sein Auto wieder mit der Sniper. Seht ihr? Keine Kollision. So, und das war's. Mit dem Heli wahrscheinlich. Ne? Cool. Ein bisschen angekratzt. Nakahava. Alle Autos hier sind von Nakahava. So. Ablenkung. Verstärkung. Hat die Rebellen angerufen, wegen und dann warten wir.
Kann ja schon ein bisschen aufklären. Gucken, ob wir da schon irgendwo Unidad-Einheiten sehen. Perfekt wäre es natürlich, wenn wir ihn schon dazu bringen könnten, schneller zu fahren. Können wir aber nicht. Oder, Silen, wie weit geht der Mörser? Soweit. Ah, so weit geht er, komm mal. So, nur so, damit er nicht getroffen wird. Er soll es nur mitbekommen, aber nicht getroffen werden. Ich kann Away sehen. Jawohl, es hat geklappt. Er gibt Gas. Und Unidad ist auch schon da. Unidad gibt dir auch Gas? Nee, nicht so. Herr Way, Sie müssten hier aussteigen, bitte. So, die Unidad kommt. Was war das denn? Einfach die Rebellen überfahren. Okay. Einfach so. Ohne mich weitergehen. So. Und wieder mal geschafft. Mr. Elway. So höflich. So. Und wieder 5700. Das macht wie viel aus? Ah. Ein Zehntel vielleicht. Das können wir hier nochmal machen. Anschwärzen können wir nochmal. Wobei, Gott sei Dank, ist gerade nicht verfügbar. Das dauert mir zu lang. Ich will jetzt Missionen haben, die schnell gehen. Haben wir hier in Koani nochmal? Ja, haben wir. Sehr schön. Dann machen wir die. Dann kriegen wir zwar einen Ladebildschirm, aber die Missionen gehen relativ schnell, bis auf die eine. Bis auf die Flugplanmissionen gehen die alle ziemlich schnell. Im Vergleich zu denen hier, zumindest. Ich will mindestens in dieser Aufnahmesession noch auf. Wo sind wir? Sind wir bei 5? Wir sind bei 5, ne? Mindestens auf Tier 4 kommen. Ich will einen anderen Helikopter, der schneller ist. Santa Muerte Heli von mir aus. Moment, ich fahre. Bin drin, los! Meine Tochter hat ja heute Abend ein bisschen zugeguckt, wie ich Ghost Recon gespielt habe, wie ich die Errungenschaften gemacht habe für Narco Road. Okay, und es waren nur noch die, wir hatten nur noch die die Dinge, die Elektro-Herausforderung haben mir nur noch gefehlt. Und dann hatte ich noch eine Driftaufgabe. Und als ich hatte aber kein Auto. Dann habe ich einfach ein Auto von einem Passanten genommen. Meine Tochter dann so: Papa, hat der dir das Auto gebracht? So, ja, der hat mir das Auto gebracht. Fahr mal wieder zurück. Guck mal, wie traurig der guckt. Hast du dem das Auto geklaut? Dann bin ich nochmal zurückgefahren. Und dann ist er gerade in dem Moment aufgestanden. Und ja, dann
habe ich dann gesagt, ja. Ich sehe einen der hat sich vielleicht nur gerade die Schuhe gebunden. Denk dran, wir brauchen ihn lebend. Wenn das Touristen sind, friss ich einen Besen. Und ich sage, ja, hier, guck, da jetzt ist er wieder aufgestanden. Jetzt geht er wieder weg. Siehst du? Sie haben keine Priorität, der hat mir nur das Auto gebracht. Hat er dir das geliefert? Hm? Ja. So, und komm. Wo läuft der denn hin? Ach, fährt diesmal mit diesem Auto? Na gut. Ich hole dir ein Gemälde, damit sie sich an Unidad Vogel aufpassen. Oh, nee. Unidad, jetzt nicht. So, und ihr haut alle ganz da hinten hin ab. Verstanden. Ich schieße auf die Erde. Nein! Coopere in todos al rabien. Vollidioten, ich habe euch nicht ohne Grund weggeschickt. Ihr Trigger-Heavy-Fuzzis. Ah, verhören.